willkommen auf dem Marburger Nachtflohmarkt. Wir haben sonniges Wetter, fast 30 Grad Sonnenschein hier in Deutschland. Und wir hoffen, dass wir bei diesem tollen Wetter heute unsere Elefantensammlung loswerden. Wir haben schon einen Großteil verkauft, das ist hier der Rest. Also kommt alle nach Marburg und kauft Elefanten heute im Sonderangebot. Das ist der schönste Flohmarkt in ganz Marburg und ich bin immer dabei und ich gehöre auch zur Südstadtgemeinde und wir haben gestern hier die Stände eingezeichnet und freuen uns total, dass wieder so viele Leute da sind und es ist immer ein guter Umsatz. Ja, vor allen Dingen das Allerschönste ist, man trifft ständig Menschen, die man lange nicht gesehen hat und das Portemonnaie ist dann des Nächtens meistens auch ein bisschen voller. Hallo, ich bin die Anne hier in Marburg und dieser Nachtflohmarkt ist auf meinem Mist gewachsen. Vor 24 Jahren war das mein Vorschlag, weil die Schätze verborgen sind in der Südstadt. Ja, ich glaube, das ist das 10. Mal, dass ich auf diesem Nachtflohmarkt bin und es ist wie immer total super. So schöne Stände und es gibt so viel zu entdecken und zu kaufen. Ich kaufe immer zu viel. Ja. Ich bin gerade tatsächlich sehr glücklich, weil ich immer über Flohmärkte laufe und solche Sachen nicht finde, weil das eigentlich hochpreisig und bei eBay läuft. Aber dieses Mal war es anders. Und habe dann auch noch die Kontaktdaten von der Person bekommen, die noch mehr zu Hause hat. Also besser kann es eigentlich nicht laufen. Also wir machen den Flohmarkt fast jedes Jahr und es macht einfach Spaß, mit den ganzen Menschen zu reden und denen natürlich auch was zu verkaufen. Und wir hoffen, dass wir heute natürlich dementsprechend ganz viel einnehmen. Und diese wunderbare Schreibmaschine, ne, das ist ein uraltes Teil. Und ich hoffe, es gibt jemanden, der sie liebt. Ja, hallo, ich bin der Roland. Ich bin zum ersten Mal hier. Ich freue mich und hoffe, dass heute viel los sein wird. Das Wetter hält noch und wir hoffen auf viele Besucher. Uns gefällt es gut. Wir sind jetzt das zweite Mal dabei, nutzen es für einen netten Abend, auch hier zu zweit oder mit unseren Kindern. Und hoffen natürlich, ganz viel loszuwerden. Und hoffentlich wird es noch warm. Wärmer, ja. Ja, wir sind halt zum ersten Mal da und wir freuen uns total auf den Abend. Und wir hoffen, dass ganz viele Leute vorbeikommen und wir ein paar neue Gesichter treffen und eine gute Zeit hier haben. Ja, ich bin das zweite Mal jetzt hier, mach hier mit. Die Leute sind alle cool drauf, super Atmosphäre, kann man nur empfehlen. Marburger Nachtflohmarkt. Ja, der Flohmarkt wird jedes Jahr von uns besucht. Wir sind nämlich mit der ganzen großen Familie hier. Die Atmosphäre gefällt uns gut und es ist einfach schön. Der Crepe ist sehr gut, der stand schon seit 10 Jahren hier, immer wieder gute Atmosphäre und es macht immer wieder Spaß, hierher zu kommen auf den Flohmarkt. Super multikulturell, ja. Viele Angebote, verschiedene Angebote für die aller Alte, für Kinder bis zum Alt. Bücher für alle Menge und für alle Geschmack fand ich super gut, ein super gutes Angebot. Ich finde es auch einfach gemütlich. So viel Vielfalt hier und ja. Auf jeden Fall. Schnuckelig. Kann man nur empfehlen. Bisschen wie Stars Hollow. Ja. Hey Leute, wir sind zum ersten Mal auf dem Marburger Nachtflohmarkt. Bei uns gibt es den besten Aperol auf dem Flohmarkt. Kommt vorbei, checkt die Lage selbst und zum Wohl. Hallo, wir sind Subdi, wir sind jedes Jahr dabei und wir haben leckeres Vietnamesisches und kriegen alle satt. Hallo, seit 10 Jahren sind wir hier, Frankfurter Straße, Nachtflohmarkt. Wir spenden Kiwanis für Kinder in der Region. Auch, wie andere Serviceclubs auch, weltweit tätig, sehr erfolgreich tätig und wir lieben es tatsächlich, Gutes zu tun. Dieses Mal ist wieder genauso cool wie letztes Mal. Genau, wir sind jetzt schon das zweite Mal hier und es macht voll viel Spaß. Wir haben schon richtig gut was eingenommen und haben schon viele Leute getroffen, die wir kennen. Auf jeden Fall. Und freuen uns auf den weiteren Abend und wenn es dann dunkler wird und gemütlicher. Ja, also der Flohmarkt ist schon sehr voll. Mit dem Fahrrad durchkommen ist nicht so einfach, aber coole Leute. Schöne Bekanntschaften und ich grüße auf jeden Fall den David, langjähriger Bekannter, cooler Typ, kann ich nur weiterempfehlen. Cheers!